Bleiben Sie, wo Sie sind! Weg mit der Waffe! Identifizieren Sie sich! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Er ist ein Marine! Dr. Gould sagt, es ist Alcatraz! Gould? Diese Niete, was weiß der schon? Ganz ruhig! Lassen Sie ihn durch! Meine Güte! Ist da drin wirklich ein Mensch? Kumpel, Sie sehen aber gar nicht gut aus! Was ist mit Ihnen geschehen? Colonel Barclay wartet auf Sie. Hier entlang. Oh, verdammt. Könnt ihr gar nichts tun? Irgendwas muss es doch geben. Oh Gott. Das da drin ist meine Frau, Sie Schwein. Lassen Sie mich rein. Ich will zu ihr. Mit mir ist alles in Ordnung, Mann. Mir geht's gut. Das ist alles Quatsch. Das ist mir egal. Sie hat bitte stillhalten. Verdammt, geben Sie mir eine Was Waffe. Sie tun? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Sie werden jeden Mann brauchen können, der mit einer Waffe umgehen kann. Kann ich nicht machen. Sie wurden soeben neu eingestuft und wir sollen Sie sofort entwaffnen. Meine Güte, ich war einer von Ihnen. 9 Jahre. US-Armee, genau wie Sie. Bitte stillhalten, Sir. Ich bin ein Marine und Sie haben sich für den privaten Sektor entschieden. Ihre Privilegien sind erloschen. Okay, alles klar. Dr. Gould, ich weiß Ihre Hilfe durchaus zu schätzen, aber das hier ist eine Militäroperation. Sie sind Zivilist und diese Stadt steht unter Kriegsrecht. Ja, und es läuft ja ganz prächtig. Schön, für dass Sie es geschafft Sie hören haben. Hören mir einfach nicht zu, Colonel. Wir sollten Alcatraz. Sie haben es geschafft. Gut, Sie an Bord, Sir Marine. Meine Männer halten viel von Ihnen. Scheiße, die meisten haben sogar Angst vor Ihnen. Er ist kein Frontsoldat, den Sie einfach nach vorn schicken können. Er steht jetzt unter meinem Kommando. Wir brauchen jeden Mann, um den Laden hier zu halten, bis die Evakuierung abgeschlossen Colonel? Ist. Dr. Gould, danke für Ihre Zeit. Sie werden mit dem Zug evakuiert, zusammen mit den anderen Zivilisten. Mehr kann ich im Moment nicht für Sie tun. Sie kapieren das nicht. Jack Hargreave hat auf all das die Antworten. Wir müssen sofort Soweit einen wir Angriff wissen, auf ist Hargreave inzwischen vorbereiten. Tot. Die Evakuierung hat Priorität. Chino, bringen Sie ihn zum Zug. Sekunde mal, loslassen! Es tut mir leid, Dr. Gould. Wir haben dafür keine Zeit. Chino, zu den Zügen Sir. Mit ihm. Vorwärts, Doc. Wir müssen los. Alcatraz, Sie gehören zu mir. Ihr Freund Gould ist aufgetaucht und hat behauptet, er wäre Tara Strickland in dem Chaos entkommen. Blödsinn. Tara Strickland war eine dekorierte Navy SEAL, bevor sie abgestürzt ist. Sie muss ihn befreit haben. Aber warum sollte sie das nur tun? Sehen Sie sich die Leute an. Ich bin hier aufgewachsen. Jeder da unten könnte zur Familie gehören. Und wenn es hier so kommt wie auf Ling Shen. Verdammt! Hier funktioniert wirklich gar nichts. Ich war auf Ling Shen und hab Strickland sterben sehen. Als Tara davon erfuhr, ist sie zusammengebrochen. Alkohol, Drogen, unehrenhafte Entlassung. Ihr Vater dreht sich bestimmt im Grab um. Und jetzt arbeitet sie privat für Hargreave?
Martinez, was ist denn? Sie stürmen die Haupthalle, Sir. Keine Zeit mehr. Martinez, runter auf die Bahnsteige. Sagen Sie Dickerson, der erste Zug soll losfahren. Unsere Zeit ist gerade abgelaufen. Auf Kampfstation, Haupthalle. Verschaffen Sie diesen Leuten etwas Zeit.
Deckung! Durchhalten, Alpha! Hilfe ist unterwegs! Wir kriegen Besuch! Bringt sie uns hier raus! Alles kommt ein! Wir müssen hier weg! Die Aber die Zeit ist begrenzt, meine Herren. Begeben Sie sich irgendwie zum Times Square. Wir können nicht auf Sie warten. Verteidigung wird 15 Minuten lang aufrechterhalten. Ich wiederhole, 15 Minuten. Danach sind Sie auf sich allein gestellt. An alle Einheiten! Sammelpunkt wird angegriffen! Die SEF rücken von 42. und Broadway vor! Luftevakuierung im Gange, wird aber dauern! Alcatraz, die Molossen brechen durch! Hier lang, los! Verteidigen die Evakuierungsposition für das Ausfliegen! Stoße am Times Square wieder zu den Marines!